Yo, was geht ab? Mein Name ist IZZI und willkommen zurück zu City Skylines. Leute, viele von euch hören es vielleicht schon oder sehen es auch. Ich habe ein neues Mikrofon, das könnt ihr hier unten sehen. Und ich habe auch einen Channel Strip, also so einen Equalizer und einen Kompressor, der meine Stimme gerade so ein bisschen bearbeitet. Ich wollte mir schon immer unbedingt ein neues Mikro holen und das ganze andere Zeug, wie gesagt. Und da waren einige Leute auf Twitch ganz schön fleißig und haben mir echt so ein bisschen was gespendet. Da habe ich mir gedacht, komm, jetzt gönnst du dir das mal. Jetzt hast du ein neues Mikro und einen Kompressor, beziehungsweise ein Equalizer, also ein Channel Strip, der kümmert sich darum, dass hier meine Stimme jetzt sich so ein bisschen anders anhört und vielleicht auch ein bisschen voluminöser. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade erst eigentlich mehr oder weniger gekauft und noch nicht groß eingestellt. Ich hoffe trotzdem, ist es in Ordnung. Ihr könnt ja euer Feedback mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten korrigiere ich da noch ein bisschen was. Es hört sich für mich auf jeden Fall hier gerade alles ganz anders an, weil viele Optionen da sind, die vorher noch nicht da waren und so weiter. Für die Leute, die es interessiert, ich hatte vorher so ein MXL 2006 hieß das. Und jetzt ist es ein Electronic Voice RE20. So, ich will aber nicht zu weit jetzt hier auf die Hardware eingehen. Ich mache sowieso noch ein Video, wo ich alles vorstelle. Aber das ist jetzt mein erstes Video mit dem neuen Zeug. Deswegen wollte ich euch da erstmal Bescheid sagen, falls der Ton ein bisschen eigenartig ist. Ne? Das liegt daran, dass ich ja komplett neue Sachen habe. Boah, bei mir hört sich hier das so richtig voluminös an. Okay, lass uns ja mal freundlich weitermachen. Freundlich, wir machen freundlich weiter. Weißt du, wir wollen nicht einfach jetzt hier irgendwie mit Stress anfangen, sondern wir machen freundlich weiter und haben hier schön ganz freundlich immer schön noch Probleme mit unserem Müll. So stelle ich mir das vor. Und vor allen Dingen habe ich hier gerade gesehen, dass wir ein bisschen Probleme haben mit Kriminalität, was ich übrigens nicht verstehe. Denn hier ist alles eigentlich so ein bisschen im grünen Bereich. Echt, wird hier echt gestresst, weil das so leicht nicht im grünen Bereich ist. Hier ist überhaupt nichts im grünen Bereich und die stressen da rum. Da kriege ich zu viel, ne? Da kriege ich zu viel. Aber was ist denn hier los mit dem Müllboy? Der wird gerade ausgeleert, deswegen haben wir wahrscheinlich weniger Kapazitäten. Da müssen wir uns dann noch ein bisschen drum kümmern, dass wir hier irgendwie Müllverbrennungsanlagen haben. Ah, das wird ja auch überhaupt nicht abgedeckt hier an der Stelle. Das wird ja gar nicht abgedeckt. Das heißt, das macht natürlich viel Dreck. Aber wir könnten jetzt hier... Oh nee, hier zur Straße hin nicht. Ich mache das jetzt einfach hier hin und ich hoffe, das passt. So, ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen müssen wir hier gemeinsam gerade nochmal so ein bisschen reinkommen. Das ist doch nicht denen ihr Ernst, dass sie jetzt hier Probleme machen. Mülldeponieauslastung, Müllverbrennungsstand, ist eigentlich alles im grünen Bereich. Dass sie jetzt hier Stress machen, ist doch alles noch so mehr oder weniger im Grünen. Ich könnte jetzt noch irgendwo hier so eine... ich könnte jetzt hier noch so eine Müllhalde hinmachen. Aber baue ich die jetzt irgendwie so... Ich will die auch nicht wieder mittendrin hier reinbauen, das ist ja total schäbig. Aber ich tue es jetzt mal. Oh, die machen wahrscheinlich eh wieder Stress, weil ich das jetzt gerade gemacht habe. Aber ich habe es jetzt einfach getan und damit müssen wir leben. Mit dem Verkehr sollte sich jetzt nach und nach... Ne, hier natürlich noch nicht, weil wir das noch nicht komplett ausgebessert haben. Oh Gott. Eine Endlosschlange hier an Verkehr, der sich hier bildet. Aber der startet hier, weil sie alle rüberfahren müssen. Ne? Das heißt, hier müssen wir nochmal korrigieren. Da haben wir ja letztes Mal schon korrigiert, aber nicht das obere Stück. Das heißt, hier muss wieder ergänzt werden. Und ich muss mich jetzt erstmal daran erinnern, daran gewöhnen, dass ich mich hier so anders anhöre. Denn wenn ich jetzt nichts sage, dann hört man nichts. Und bei meinem alten war es so, das hatte so ein durchgehendes Rauschen. Und dieses Mikro ist, ich rede nicht. Und dann ist alles so unterbrochen. Das liegt nicht am Mikro, sondern an dem Channel Strip, den ich habe. Sorry, das hat nichts mit dem Mikro zu tun. So, und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass wenn ich nichts sage, dass hier komplette Ruhe ist. Das ist sehr ungewohnt für mich. Und ich höre mich auch gerade sehr laut. Aber ich glaube... Boah, die Autos fliegen. Alter, heftig. Die sind ja übelst am Fly sein. War mir gar nicht so bewusst, dass die so heftig sind. Okay. Ne, lassen wir die einfach mal so stehen. Was? Die fliegen einfach weiter. Ja, okay. Dann lassen wir die einfach mal fleißig fliegen. Und wir kümmern uns darum, dass wir hier die Brücke wieder so machen, wie sie vorher war. Nur jetzt mit nur mehr spurig. Ich ersetze das nicht komplett, weil ich jetzt erstmal hier... Nein. Weil ich so in etwa auf die gleiche Höhe bringen wollte eigentlich. Das hat jetzt nicht so geklappt, obwohl es gerade irgendwie so aussah. Egal, ich schaff das schon. So, das soll oben bleiben und ab hier soll es dann drüben... Ist das verbunden jetzt? Ja, oder? Oh, das ist bereits belegt, ist doch nicht sein Ernst. Komm. Ja, starte mal hier. Hey, das hakt sich manchmal so eigenartig ein und dann will es doch wieder nicht... Ja, so ist gut. So ist gut. Und jetzt hier dran. Geht aber nicht. Oh, das ist bereits belegt. Wahrscheinlich, weil dieser Mittelstreifen da Probleme macht, ne? Ah, ich sehe es doch schon. Wieso geht das denn nicht? Weil ich jetzt ein paar Zentimeter höher bin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es gerade nicht. Wir kriegen es aber hin. Ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. So, jetzt. Jetzt gerade drüber. Geil, so stelle ich mir das vor. Und jetzt machen wir einfach nur... Wir verbinden das einfach mit dem unten und dann sollte eigentlich alles klappen. So,
Hoffentlich habe ich auch das alles richtig gemacht soweit. Ja, müsste eigentlich passen. So. Nee. Das ist noch ein bisschen eigenartig hier, wenn ich das nicht komplett... So, jetzt aber. Mein Gott. So, das passt jetzt. Und jetzt sollte das auch das Problem mit dem Stau eigentlich gelöst sein. Denn jetzt haben wir eine extra breite Straße. Und ich hoffe, jetzt ist alles gut. So, jetzt sieht das auch schon wieder ein bisschen schöner aus. Jetzt ist das hier komplett so synchron. Und das passt eigentlich. Oh, ich habe nur ein bisschen Autobahn abgerissen. Das war natürlich jetzt so in dem Sinne nicht. Das war jetzt nicht so mein Ziel, das wollte ich sagen. So. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Gewerbegebiet, sehe ich gerade hier unten. Da, Gewerbegebiet. Nichts Neues. Alter, die wollen jetzt alle hier runter. Richtig krass. Dann lasst uns doch Gewerbegebiet hier vielleicht nochmal so einen kleinen Bereich hinpacken. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg von den Wohnungen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Da machen wir auch schon wieder fleißig eine Einbahnstraße. Hier so hoch. Kann die hier sogar drunter? Ja. Ja, das wäre vielleicht sogar ganz cool, dass wir die so drunter packen. So, wenn die da oben hin wollen, dann können die jetzt hier so wieder zurück. Oh, so. Ansonsten hier nochmal hin. Naja, am besten auch wieder zurück. So. Und hier können wir uns dann nochmal ein bisschen um Gewerbegebiet kümmern. Wir müssen auch mal schauen, irgendwie gerade was das Bürogebiet da vorne macht. Da waren wir ja auch schon länger nicht mehr. Da haben wir ja das fleißig das Bürogebiet gebaut. So. Hier vorne. Ist bei denen alles in Ordnung? Die haben Müllprobleme, ne? Ah, nur eins bis jetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch Müllprobleme gibt. Müssen wir mal schauen, wie sieht das denn hier aus mit der Müllauslastung? Ne, ist doch so halb im grünen Bereich, ne? Okay, eigentlich ist alles gut, aber hier oben halt null. Oh, Großstadt, wir haben ein neues Ziel erreicht und wir können jetzt ein Krematorium und eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Das ist doch schon mal sehr schön. Das sind doch sehr positive Nachrichten. Dann müssen wir direkt mal schauen, hier mit der Wasseraufbereitungsanlage, weil dieser Schmock, den kann sich ja wirklich keiner angucken. Weil dieser ganze Dreck, der zieht sich bis nach hinten hin. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn ich jetzt hier... Hier ist der ganze Abwasser, ne? Ich könnte das eigentlich noch verschieben. Mal gucken, ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich verschiebe das bisschen nach hier vorne. Ich glaube, das hat keinen großen Nachteil. Ah, jetzt sag nicht, das hat keinen Strom, weil das so ganz knapp nicht verbunden ist. Doch. Eigentlich ist alles gut. So, und jetzt baue ich mal die Wasseraufbereitungsanlage direkt hier neben. Und dann bin ich mal gespannt, ob das reicht. Könnte mir aber vorstellen, dass das nicht reicht. Hast du jetzt echt Stromprobleme oder ist das wieder das Gleiche? Nee, hat keine Stromprobleme, ne? Aber ist nicht mit dem ganzen Wassersystem verbunden. Das kriegen wir aber, Freunde, hin. Das kriegen wir, Freunde, hin. Als ob das nicht verbunden ist. Das ist doch direkt da. Jetzt muss ich das ernsthaft so verbinden. Aha, okay. Es funktioniert aber. Und jetzt schauen wir mal. Das sollte jetzt nach und nach hier ein bisschen klarer werden. Ich weiß nicht, ob eine Aufbereitungsanlage reicht für diese zwei ab... Boah, das ist so viel Schmock. Ich weiß nicht, ob das hier generell alles mal wieder schön wird. Aber die arbeitet jetzt fleißig. Und dann hoffen wir einfach mal, dass dieser ganze Mock mal weg ist. Und wir können uns dann weiter hier um Wohngebiet kümmern. Denn dabei haben wir wieder gerade eine relativ große Nachfrage. Und das Wohngebiet ziehen wir... Meiner Meinung nach, glaube ich, bis hier hindurch. Wir können ja mal schauen, dass wir hier so nach und nach so langsam anfangen mit Gewerbegebiet, Wohngebiet, dass wir da so ein kleines Mittelding machen. Und ja, würde ich sagen, machen wir hier so dicht besiedeltes. Ihr habt gerade Probleme. Ach, ich könnte noch ein Krematorium bauen. Die haben nämlich hier gerade Probleme. Wahrscheinlich Leiche muss abtransportiert werden. Ich kenne das da. Nein. Das wollte ich nicht bauen. Ah, nein. Ich reiße es wieder ab. Und ne, ich nicht abreißen. Ich glaube, ich verschieb's. Verdammt, ich wollte das überhaupt nicht bauen. Ich habe aus Versehen jetzt gerade hier eine Müllhalde hingebaut. Nein, aber habe ich doch gerade da oben ist eine gebaut, ne? Oh, jetzt kommen zwei daneben, ey. Oh, Mist. Das war nicht so geplant. Eigentlich wollte ich doch... Hoffentlich habe ich... Ah, ich habe ja eh noch genug Geld. Eigentlich wollte ich doch hier eine Leichenverbrennungsanlage bauen. Da ein Krematorium. Das hört sich immer so fies an, ne? Das wollte ich doch jetzt mal hier... So, wenn ich das hier verbinde, dann ist doch eigentlich alles relativ gut. Bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, ob das jetzt hier Sinn macht. Weil da kommt es unten zum Beispiel überhaupt gar nicht an. Ich mache das jetzt mal so nach außen. Und eigentlich sind alle froh, ne? Ich hoffe, das macht nicht allzu viel Dreck. So, mitten rein, mitten rein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt, weil das zu viel Dreck erzeugt. So, Lautstärke macht es nicht wirklich eigentlich. Das ist so leicht rot. Die Lautstärke kommt aber hier eher von der Straße. Und wie ist das mit Verschmutzung? Oh Mann, ich vergesse jedes Mal hier, was nochmal Verschmutzung war. Das war Verschmutzung. Verschmutzung ist ja in dem Bereich bei der Müllhalde. Okay, kein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil die noch nicht wirklich in Betrieb sind oder so und gerade erst gebaut worden sind, aber anscheinend hält sich mit der Verschmutzung in Grenzen.
So, dann können wir jetzt hier auf jeden Fall weiterbauen und das ganze Gebiet erweitern. Hier habe ich einmal wieder eine etwas kleinere Straße gemacht und hier ist schon wieder Stau, ne? Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Dann mache ich jetzt wieder eine dicke Straße, aber eine etwas schönere mit Bäumchen, wie sich das so gehört. Wobei, ne, ich mache es mit Gras. Die Bäume kommen ja erst hier vorne ab der Promenade. Ab dann fängt es an, erst richtig geil zu werden. So, dann schauen wir mal, wie wir das hier am schönsten verbinden. Ja, das sieht blöd aus, das muss so gerade schon sein. So, mache ich das. Dann nehme ich mal das andere Tool, denn das rechtere Tool hier, das hier, ist besser, wenn man wirklich lange Straßen baut. Ist auch ein bisschen dumm, ne? So drei Spuren nebeneinander, die komplette Autobahn, könnte man eigentlich, habe ich echt ein bisschen übertrieben, ne? Könnte man auch Abstand vornehmen und dann dazwischen noch was bauen. Vielleicht mache ich das auch einfach. Ja, so, so um den Dreh. So verbinde ich das. Und hier kommt dann wieder so eine Autobahn oben hin. Und das wird jetzt einfach so verbunden. Auch wenn es gerade ein bisschen schief ist. Ah, egal, das passt schon so. So, das war eine Einbahnstraße komplett nach oben. Die werden wir natürlich auch dann dementsprechend so weiterziehen. So, erstmal das normale Tool wieder. Ja, mit so Gras am Rand. Das ist gut, das ist geil. Und die geht in die Richtung. Zack, sodass die schon mal safe sind. Und dann können wir hier mal schauen. Hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, das war bislang eigentlich immer eine ganz gute Taktik, die wir da gefahren sind. Das so zu verbinden, dass es hier runter geht. Ja, nee, nicht so schief. Hier wieder hoch. Ich glaube, ich kann sogar ein bisschen mehr Power geben hier von der Zeit hier. Das soll mal wieder alles ein bisschen vorangehen. Momentan ist ja eigentlich alles ganz gut. Ist ja alles im grünen Bereich. Ist ein bisschen schief gerade hier alles. Ja gut. So. Nee, das ist einfach auch ein bisschen schief von mir gebaut gerade. Sorry, Leute, das liegt an meiner Müdigkeit. Alter, was ist das denn hier gerade? Eine richtig wellige Straße geworden. Sieht richtig eigenartig aus. Naja, aber erfüllt ihren Zweck. So. So sollte das passen. Und hier machen wir dann nochmal eine richtig eigenartige, um das Ganze mal zu vervollständigen. Ja, das hatte ich eigentlich ganz gut. Sowas draus. Und das wird jetzt alles dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und ich weiß schon, irgendwann werden die mir wahrscheinlich die Ohren voll heulen, da das viel zu laut geworden ist. Ah, das ist zu laut. Zu viel Ach genau, ich wollte doch nach und nach, bevor ich hier volle Power mache, mal gerade Stopp hier, mal gerade nicht so viel Action. Ja, auch wenn die Nachfrage so groß ist. Ich wollte hier nach und nach immer ein bisschen Gewerbe dazwischen packen. Kann man ja auch so ein kleines nehmen. So, so, so. Ich habe nämlich bei ein paar anderen Leuten gesehen, dass das anscheinend eine schlaue Idee ist. Und deswegen packe ich das mal überall dazwischen. Mal gucken, ob die sich dann beschweren, ob es zu laut ist oder nicht. Machen wir jetzt einfach mal testweise. Überall. Da sind auf jeden Fall immer Kunden da. Die sollten dann kein Problem sein. So, mal gucken wir mal, ob das eine gute Idee ist. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und dann bauen wir hier auf jeden Fall wieder die Straßen so nach oben, aber gerade. So, Freunde. So, ich höre mich so eigenartig an. So, so, so. Dann wollen wir das natürlich auch abgleichen, ne? Dann machen wir natürlich jetzt wieder hier so eine eigenartige, so. So machen wir das wieder hier hin. Und dann bleiben wir dem Motto mal treu. Machen hier ab und zu... Oh, das ist jetzt nicht besiedelt, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Lass uns mal hier lieber das normale, kleinere nehmen. So, ab und zu mal überall so ein bisschen Gewerbe dazwischen. Machen wir mal so eine bunte Mischung mal. Bin mal sehr gespannt, wie die Leute dazu finden. Die das geil finden. Vielleicht ziehen die dann auch extra hin, weil da unten so ein kranker 24-Stunden-Kiosk ist. Den wünscht sich ja jeder direkt vor der Haustür, ne? Wünscht sich ja jeder. Wer kennt's nicht? So. Machen wir hier fleißig weiter. Ja, so. Überall mal so ein bisschen dazwischen kloppen. Bin sehr gespannt. Und der Rest wird schön dicht besiedelt. Ich sehe es schon vor. Oh, die haben kein Wasser. Die haben kein Wasser. Da kümmern wir uns mal drum. Ja, komm. Wieder durchziehen. Dem bleiben wir auf jeden Fall treu. Oh Gott, ich Dummkopf. Hab hier voll... Boah, ich hau so richtig Geld raus. Hab ja voll den Teil vergessen. Egal. So, wir haben ja Geld. Wir haben ja wieder fast 100.000. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. So, wir machen jetzt noch hier wieder das ganze Geld runter. Und dann haben wir hier auch wieder fleißig Wohnbereich. Wobei die gerade wieder rumheulen wegen dem Wasser. Das kann doch nicht ernst sein. Muss ich da jetzt echt schon wieder was machen? Oder kommt ihr gerade nicht mehr so richtig klar? Ich glaube, das ist echt einfach zu groß. Fuck. Das ist auch schon eine riesige Wasserfläche hier. Ein riesiges Kanalsystem. Ein riesiges System. Ja, ist richtig. Dann stecken wir einfach ein bisschen mehr Cash rein. 141%, dann läuft das wieder, ne? Komm schon, sag ja, sag ja. Oh Mann, das staut sich da immer noch. Aber es geht weg.
Ja, doch, doch, das war's. Das war auf jeden Fall die Lösung fürs Problem. So, jetzt machen wir noch die restliche Straße hier nach unten. So. Ja, schön krumm. Krumm und schief. So gefällt mir das. Das letzte Stück auch noch. Zack. Und jetzt wird das noch nicht besiedeltes Gewohngebiet. Gewohngebiet. Das wird Gewohngebiet. Zack. Und dann machen wir hier auch wieder volle Action. Okay, habe ich ja gerade schon gemacht. Und jetzt kann eigentlich schon das nächste Ziel kommen, oder? Einfach direkt das nächste. Wir können ja mal schauen, was macht eigentlich die Kläranlage hier unten. Ja, sieht aus, als wäre keine da irgendwie. Ist auch genauso vermockt wie vorher. Aber wir lassen uns mal. Ich glaube, das dauert einfach ein bisschen. Ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und dann schauen wir mal, wie sich das ergibt. Aber das kann man doch auch irgendwie hier so nachschauen, ne? Abwasserklärung. Ja, weiß gar nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Wasserverfügbarkeit ist relativ gering, haben wir aber gerade erhöht. Also ist noch relativ in Ordnung, solange hier keiner Stress macht. Okay, die werden sowieso gleich Stress machen. Ich sehe es schon. Ja, dann schrauben wir das jetzt mal komplett hoch. Geld machen wir ja sowieso genug. Danke, was will ich hier, Standier? Danke an den Bürgermeister für seine Unterstützung der Holzindustrie. Ja, wir industrieren hart in Holz, könnt ihr ja hier schon sehen. Aber hier werden immer die ganze Zeit noch Mitarbeiter gesucht. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt da zugmäßig auch noch irgendwie was machen. Stimmt, wir wollten ja auch noch den oberen Bereich hier dazu bauen, ne? Hier haben wir ja immer noch keinen Güterzug und so weiter. Das wollten wir auch noch machen. Die Büros, die können sich ja fleißig irgendwie verbreiten. Die vermehren sich. Und hier ist überhaupt gar keine Feuerwehrunterstützung. Das sehe ich ja gerade. Das ist ziemlich dumm. Dann mache ich jetzt hier so eine komplette Station, die sich hier um alles kümmert. Aber hier ist schon was abgebrannt. Hier muss ich mich wahrscheinlich sowieso noch um viel mehr kümmern. Denn hier haben wir ja auch wahrscheinlich nichts, was Polizei betrifft und so weiter. Habe ich auch noch nicht gebaut, ne? Auch noch gar nichts. Da bauen wir so ein dicke Präsidien, ein dickes Präsidium hier irgendwie so rein. Weil das vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, ne? Ah, egal. Das reicht schon. So, machen wir einfach. Haben zwar kein Geld mehr, aber das sollte erstmal so in Ordnung sein. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Was? Wasser- und Strommangel? Hä? Also. Nee. Ich habe echt immer noch zu wenig Wasser. Obwohl ich alles voll reingepumpt habe und alles jetzt, das ganze Geld drin ist, ist es immer noch zu wenig Wasser. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, oder? Wir können auch hier ganz normal wieder so eine Zapfanlage bauen. Angeblich kann man die direkt daneben bauen, ohne Probleme. Dann machen wir das doch jetzt. So, instant daneben gebaut. Da wollte ich eigentlich gar nicht hinbauen. So, jetzt schauen wir mal, ob sich das jetzt tatsächlich bessert. Kommt da jetzt Wasser rein? Ja, das ist schon die Lösung für das Problem. Okay, das ist ja easy, dass wir dann alles direkt nebeneinander stellen können. Dann können wir 1000 noch nebeneinander stellen. Okay. Okay, es scheint eigentlich alles gerade sich richtig zu verhalten hier. Auch wenn wieder Milliarden Leute... Das ist das Stressigste. Ich weiß immer noch nicht genau, ob ich es jetzt aus... ob ich das abreißen muss oder ob sich dann nach und nach welche selber bauen. Ich habe das Gefühl, da bauen sich nach und nach wieder neue Firmen hin. Werden hingebaut. Nein, Straße abgerissen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie die bessere Variante, das abzureißen. Aber bin ich mir nicht ganz sicher. Entfernung zu gering. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? So, passt alles. Okay. Ich glaube, es entwickelt sich alles in die richtige Richtung. Wir müssen mal schauen, dass wir hier noch extra Gebäude bauen. Boah, was ist denn das? Was ist denn das? Ein Wissenschaftszentrum. Im Wissenschaftszentrum versuchen die besten Wissenschaftler aus der aller Welt mehr über unsere Welt herauszufinden. Ihre neuesten Entdeckungen werden Besuchern über Ausstellungen präsentieren. Okay. Könnte man mal schauen, ob wir diese extra Gebäude hier in die Mitte machen. Und dann müssen wir nochmal gucken wegen der Straßen und so. Dann müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge gucken, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Take this easy. Nehmt das Leben nicht so ernst. Wir sehen uns morgen wieder. Und gerne das Feedback zu dem Ganzen hier. Boah, hier ist gerade alles am Abbrennen, ne? Muss ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr um noch Feuerwehr kümmern. Aber das ist doch eigentlich ganz... Ah, nee, stimmt. Mache ich jetzt noch ganz schnell. So, zack. Das gibt jetzt kein Problem. Wie gesagt, Feedback zum Mikro gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ist noch gar nichts eigentlich eingestellt. Oder ich habe es nur ganz schnell eingestellt. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, take this easy. Nehmt das Leben nicht so ernst. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.